Ja, und damit hallihallo, hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Atlas. Ja, die letzten zwei Folgen hatten es einfach mal richtig in sich. Ja, wir sind untergegangen. Die Blue Pearl ist Geschichte. Aber wir haben es überlebt mit unseren Tieren und jetzt geht der Überlebenskampf von vorne los. Ja, wir müssen jetzt versuchen, uns ein Floß zu bauen und dann mit dem Floß samt unserer ganzen Tiere heile zu Hause ankommen. Es ist einfach nur eine Katastrophe. Wirklich, es ist so eine Katastrophe. Alles, was wir hatten. Ja, unsere ganzen Materialien. Ja, was wir mühsam. Und ich sag wirklich mühsam. Ich suche gerade hier einen Baum irgendwo. Mühsam erfarmt haben. Auf unserer so langen Reise, wo alles so gut gelaufen ist. Es ist einfach nichts kaputt gegangen und dann passiert das zum Schluss noch. Ja? Dann passiert uns das noch zum Schluss, dass uns dieses bescheuerte, blöde Geisterschiff einfach mal komplett versenkt. Ja? Weil wir zu langsam waren, Freunde. Und ich werde, wenn ich hier mal was sehen würde, jetzt, ich werde definitiv, ja, nach dieser Aufnahme hier, also nach dieser Aufnahmesession, ja, werde ich definitiv diesen Mod runterladen. Gewichtsmod. Ja, und dann kann da gar nichts passieren, ja. Dann kann ich mein Floß so voll bauen und mein Schiff so voll bauen und es interessiert keinen. Ja, wir werden nie wieder Probleme haben mit dem Gewicht. Weil es ist einfach gerade, es tut so furchtbar weh gerade im Herzen, ja. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Es ist halt einfach mal alles für'n Arsch. Gut, es war nicht für den Arsch. Ja, wir haben Tiere, aber wir haben unsere Blue Pearl verloren. Und wir haben alles, Schatzkiste, die ganze Kiste, das ganze Gold, alles ist weg. Wir müssen alles neu bauen. Das wirft so meinen Plan, den ich eigentlich hatte, ne, wo ich euch erzählt habe, völlig aus der Bahn. Das ist alles. Das ist einfach nur eine minimale, maximale, riesengroße Katastrophe. Wirklich. Ich hätte es nicht gedacht, dass uns das noch passiert. Ich hab's gesagt, so ja, wenn jetzt noch was passieren würde, und dann passiert es. Es war. Nee, es ist immer noch unglaublich. Es ist jetzt die dritte Folge, nachdem das passiert ist, aber trotzdem, ich kann es noch nicht fassen. Vor allem, ich hätte halt damit nicht gerechnet. Ich suche gerade Bäume, aber hier hat es gerade gar keine Bäume in der Ecke, ne? Und ich möchte da nicht so weit rein, weil ich sehe nichts. Es ist dunkel. Hallo. Ich sollte vielleicht manchmal einfach nicht sagen, dass was passieren wird. Ja, oder es hat so gut geklappt. Und guck mal, wir sind fast zu Hause. Und oh.
kann man mal gegen mit der Hand gegen die Axt, gegen den Baum hauen. Ne? Oh mein Gott. Aber wie gesagt, ich werde heute gleich den Eno noch anschnacken. Wegen dem Mod. Und dann werden wir den installieren, weil dann habe ich diese Probleme nicht. Und dann können wir dieses Ding, was wir haben, auf jeden Fall in die Tat umsetzen. Weil, nee, ganz ehrlich. Ich habe ja noch versucht, sie zu retten, indem ich Sachen loswerde und raus. Aber es war halt einfach zu... Es war zu schnell. Wir waren zu langsam. Wir hatten keine Chance mehr, da irgendwie wegzukommen. Und das ist halt wichtig, ja. Das ist halt auch sehr, sehr wichtig, weil normalerweise ist das Schiff immer schneller wie alles andere. Wie die Geisterschiffe, aber wir waren zu langsam. Und ich hatte ja auch nichts zum Wehren. Ich hatte keine Kanonen. Ich hätte auch mit meiner Armbrust draufschießen können. Aber ich glaube nicht, dass das überhaupt funktioniert hätte. Ja, ich hätte das Schiff niemals aufbekommen. Ah. So sitzen wir jetzt erstmal hier fest auf dieser Insel. Und müssen erstmal schauen, dass wir hier das Floß gebaut bekommen. Auch noch mehr Holz. Das Problem ist halt, meine Axt ist kaputt. Habe ich nicht noch hier? Habe ich nicht mit Metall noch drin? Habe ich das der Roventa rein? Warte mal, ich nehme mal das raus. Weil ich hatte doch noch ein bisschen Metall übrig, oder nicht? Wir noch schnell unsere Axt reparieren können. Da fehlt Hild. Das wird aber kein Problem sein. Notfalls machen wir uns halt schnell eine Dingsbumsen. Wie sagt man? Eine Steinaxt. Ich glaube, es könnte reichen. Es reicht sogar noch für die Spitzhacke zum Reparieren. Sehr gut. Oh Gott, Freunde. Was man hier nicht alles für Abenteuer erlebt, ne? Es ist einfach nur unglaublich. So, müssen wir noch einen Baum fällen, dann sollten wir das Ganze haben. Scheint mir auch langsam wieder Tag zu werden. Ein Bäumlein, ich suche noch ein Bäumlein. Und nicht wundern, ich sehe nicht mehr, wie ihr seht. Ja, also bei mir ist es sehr, sehr dunkel gerade. Aber ich habe jetzt da keinen Bock, mir noch eine Fackel zu bauen und dann noch hin und her. Sondern ich möchte jetzt nach und nach das Floß hier bauen. Und dann werden wir versuchen, da schon direkt drauf zu stürzen und rüber zu fahren. Ja, oder,
Ich beende dann die Folge ein bisschen früher, wenn wir nicht ganz die 20 Minuten schaffen. Installiere dann diesen Mod, ja. Und dann flitzen wir darüber, wenn es vom Gewicht her nicht reicht. Weil drei oder dreimal fahren möchte ich dann auch nicht. Ja, wir werden genug zu tun haben, was müsste reichen. Was dann das ganze Schiffgebaue wieder angeht, weil ich habe ja damals unsere Werft, habe ich ja zerstört, habe ich ja kaputt gemacht. Müssen wir erst die bauen und dann müssen wir wieder das Schiff bauen. Und ihr wisst, wie anstrengend das war, dieses Schiff zu bauen, ja. Das war richtig anstrengend. Was halt das Material angeht. Aber der Vorteil ist jetzt, wir können dann mit unserem Floß, mit der Hanna, dann rüberfahren auf unsere Farminsel, wo wir mal gefarmt haben. Und können da natürlich dann, wenn wir diesen Mod drauf haben, mit dem Gewicht, so viel Materialien mitnehmen, wie wir wollen. Und sind ja immer, Gewicht ist egal. Ja. Das Gewicht ist definitiv egal. Also können wir alles mitnehmen, was wir brauchen, und müssen nicht ständig hin und her gurken. Ja. Hätte Fahrradkette, ne? Hätte ich das alles schon vorher gehabt, wäre das kein Problem gewesen. Aber ja, ich bin da immer manchmal mit den Mods, bin ich manchmal immer so ein bisschen, ne? Ihr wisst ja, und oh, und ist das nicht, ist das gut? Machen wir das nicht, ja? Ja, macht man das, macht man es nicht? Ist es besser, ist es nicht besser? Wie und was? Man sieht, es ist besser. Und ich bin auch der Einsicht jetzt, dass es besser wäre. Ich hätte es... ich hätte es von vornherein so gemacht, aber... Ja. Ich habe es nicht gemacht, ja, und jetzt habe ich halt den Salat. Jetzt habe ich halt den Salat. Und den Salat muss man jetzt halt auch wieder auslöffeln, ne? Den Salat... Bin ich da gerade fest, ey? Jetzt müssen wir erstmal hier die ganzen Tiere wieder. Und die ganzen Tiere hier draufpacken. Auf das Floß und hoffen, dass es vom Platz her, also vom Gewicht her, vom Platz her, dass es reicht. Das Schaf. Ach, das hatte ich noch gar nicht an.
Ich bin manchmal auch ein bisschen trottelig, ne? So, es regnet. Ja, ihr seht, es würde sinken, es ist zu schwer. Wobei das auch komisch ist, warum ist das zu schwer? Warum ist das bitte zu schwer? Das wurde mir gar nicht angezeigt. Wartet mal. Das ist komisch. Ach, vielleicht dass die Tiere auch Kuhmannschaft zählen, ne? Too many crew. Das Problem ist nicht das Gewicht, sondern das Problem ist die Crew. Kein Anker lichten. Kann ich nicht, ne? Ich will nicht rausfahren. Ich will eigentlich nur drehen. Hallo? Ich habe doch keine Ahnung mehr, wie man schon wieder mit dem Floß umgeht, ey. Oh mein Gott, Freunde, das ist eine... Es ist so traurig, es ist so schlimm, es ist einfach so schrecklich. Es ist einfach so schrecklich. Warum musste das passieren? Oh mein Gott. 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 So. So, ja. Hannah steht sicher. Wir lassen das erstmal so. Ich muss
gucken. Vielleicht gibt es ja sogar einen Mod, wo man mit der Crew und keine Ahnung und... Es ist halt echt die Frage, wie lange wir jetzt noch hier auf der Insel festsitzen werden, was noch alles passieren wird. Ich habe einfach keine Ahnung, Freunde, und wie es weitergeht und was es alles noch so erwarten wird. Das seht ihr dann in der nächsten Folge von Atlas. Ich bin mega gespannt und ich freue mich wirklich auf die nächsten Folgen. Wow. Ich werde mich jetzt um die Mods kümmern und ja, mal schauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis dahin. Haut rein und tschüsschen.